Hey, Freunde der fantastischen Rollenspiele, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Final Fantasy X in der HD Remastered Version. In der letzten Folge waren wir in Senacat, wurden da irgendwie angegriffen und sind jetzt hier mitten in irgendeiner Ruine. Ich würde mich aber hier mal ein bisschen umschauen und noch ein bisschen was erklären, also. Ja, es ist eins der Spiele, auch ich habe das jetzt schon ewig echt nicht mehr gespielt. Aber ich kann mich eigentlich noch relativ gut an die Story erinnern. Und an viele Sachen. Hier aus der Kiste zum Beispiel. Dann hier hat man das. Da sind irgendwelche Schriftzeichen. Risch und Fu Stark Tan Prabhu. Ach, Kriegt. Setas Nyalga, We, Makalonia, Kirata, Yanda, Dinsch. Et, Kliria, Hill, Naltk. What do we have here? Nope, can't read it. Nicht nur du, aber das müsste man dann in einen neuen Spielstand machen. Solche Sachen, das ist, wenn man 100% haben möchte, muss man das Spiel mindestens zweimal spielen. Dann schaue ich mich hier noch ein bisschen um, weil hier gab es noch irgendwo eine Truhe. Glaube ich, und noch irgendwas anderes Wichtiges. Genau hier, ne? Alberhead für Anfänger. Die Sprache der Alberhead kann man erlernen, wenn man Albert Lexika findet. Fanta A Albert Saktan Yam Anwung. Das heißt quasi, also man kann die Lexikas finden und dann kann man diese Sprache lernen, was wir da vorne gesehen haben. Deswegen muss man das dann ein zweites Mal spielen, weil da ist ein Albert Lexikon Kombi-Sphäre, die es benutze zuvor gespeicherte Albert Lexikon-Daten, um ein neues Albert Lexikon zu synthetisieren. Wähle die Speicherdatei, von der ein Alberhead Lexikon synthetisiert werden soll. Bitte beachtet, dass Speicherdaten anderer Nutzer in der Synthese von Alberhead Lexikon nicht berücksichtigt werden. Wir haben da aber keins. Aus diesem Grund brauchen wir das auch nicht. Deswegen müsste man alle Lexikas finden, ne? Damit man dann da hinten diese Schrift lesen kann. Aus diesem Grund müsste man dann nochmal kommen und da eine bestimmte Quest, ich glaube, da gibt es irgendwie, was triggert irgendwas, wenn man das lesen kann, oder findet man etwas Bestimmtes heraus, was man machen kann. Wieder speichern. Nehmen wir das mal wieder den Speicherstand 1. Ich würde dann. Jetzt ist es auch nicht so schlimm, wenn ich noch keinen zweiten Speicherstand mache. Immer schön umschauen, ob hier hat man eine mehr lineare Welt. Deswegen ist es da relativ einfach, alles abzugehen. Ist nicht ganz so schlimm wie in der Open World. Was ist denn das für eine Statue? Oder? Klasse, Titus. Fein gemacht. Toll. Gut, das haben wir da hinten. Ja. Ja, hey, Unterwasserkampf.
Toll, wir sind alleine. Oh, aber die halten zum Glück nichts aus. Bitte nicht. Super. Was? Was? Genio? Ja, super. Ich glaube, der killt mich. Erstmal eine Potion. Ah, gut. Wenn er jetzt noch einen Angriff machen können. Schwimm weg. Oh, das war knapp. Hui. Und gleich macht alles kaputt. Super. I had made it out of the frying pan and into the freezer. I thought I was gonna die in this place. Ja. Da kommt man nicht raus. Okay, mir schritt das klingt gerade irgendwie komisch. Alter! Es war ein bisschen mies. So, jetzt können wir uns erstmal nach um Feuer kümmern. Ein verweckter Blumenstrauß. Zu nass, um als Zunder verwendet zu werden zu können. Na toll. Hier geht's nicht lang. Da haben wir unser Feuer. Hier können wir speichern. Was wir natürlich gleich wieder ausnutzen. Und nächste Tür. Ah, da haben wir doch was. Feuersteine erhalten. Hier noch irgendwo. Hallo. Filter. Nein, können wir nicht. Super. Vielleicht hier irgendwo um die Ecke. Diese Statue! Sieht doch so aus, als ob wir da lang könnten. Hier irgendwo rum. Da, Truhe. Oh, eine X-Potion. Haha.
Sich ordentlich umzuschauen lohnt sich wirklich. Da. Verwelkte Blumen erhalten. Wir hätten auch die unten nehmen können. Wirklich. Hier ist noch eine Truhe. Mit einer High Potion. Hallo Potion. Gut, dann wieder runter an die Feuerstelle. Damit wir uns nicht den Tod holen. Ist hier noch? Na, haha. Gut versteckt von der Kamera. Ansonsten, glaube ich, war nichts mehr da. Und das nasse Holz zünden wir jetzt ein bisschen an. Das so eine gute Idee ist. Wir werden es sehen. What do you want? It was a bad call. Your team lost because of you. You came to say that? Natürlich. It's been 10 years. I thought you'd be crying. Who? Me? You cry. Der kleine Junge. Ich niemals. Du hast geweint. Oh, jetzt geht sein Feuer aus. Okay, wer war das? Hey, wait, wait. Don't go out on me. Just hold on. I'll get more wood. Super, nächster Kampf gleich wieder. Titus bleibt auch nicht verschont von irgendwelchen fiesen Sachen. Ja. Ja, ja. Der macht sogar gut Schaden gegen uns. Wir machen auch sehr gut Schaden. Wir könnten ihn schaffen. Ah, wir sind sogar einen Ticken schneller. Nächsten Zug mal nämlich wieder Paul. Was ist jetzt los? Noch ein Gegner. Hallo? Ah, mir ging Unterstützung. Sehr schön. Handgranaten benutzen. Unter den Items befinden sich spezielle Gegenstände, wie zum Beispiel die Handgranate. Solche Items sind nur im Kampf verfügbar und zwar mit Spezialmenü unter Benutzen. Also Spezial, Benutzen, Handgranate. Kann Titus nicht machen. Aber ich würde sie mir auch ein bisschen aufsparen. Also macht es halt nicht wirklich viel Schaden, aber...
Titus macht halt gut Schaden. Und das haben wir ja Potions. Um alle zu heilen. Wir könnten aber Spezial. Ah, Klauen geht. Dann mache ich das gleich nochmal. Okay. Haben wir doch wieder eine Handkanade dazu bekommen. Und das war's. AP. Das sind so gesehen die Erfahrungspunkte. Also, wie wir ja gelernt haben, gibt es eine Sprache, die was mir nicht versteht. Das ist Albed. Und das sind quasi die Leute, die was diese Sprache sprechen. Wir müssen nicht verstanden haben. Wir sind auf ihrem Schiff. Hey, that hurts. Musujek, rain. Whoa. Okay. Kindness. Right. Whatever. Do we hood kabeg? I said I don't understand. Akumala! Fed! He said you can stay if you make yourself useful. You understand me? All right, I'll work. Ja. Also, wir müssen denen helfen. Oder sonst sind die nicht so nett zu uns. Aber die Hilfe kriegen sie natürlich erst in der nächsten Folge von Final Fantasy X. Ich hoffe natürlich, hattet wieder Spaß bis hierhin. Oh, warte. Wir haben den Albed Lexikon Band 1 erhalten. Fortschritt in Albed gemacht. Wie? Y ist A. Titus ist ein Albed Heimek. Ein Heimek. Als Anfänger. Ja, wie gesagt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in dieser Folge. Habt sie genossen und ja, schaltet dann auch das nächste Mal wieder ein. Und sonst würde ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr das Video gesehen habt, wünschen. What's this? Some kind of crane? Rahui! Kadja Vijavonu Strana! Alright, alright! You don't have to shout! Ich habe gerade irgendwas getriggert. Naja, gut. Wie gesagt, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.